Oh, dann willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA San Andreas. Ich habe den CJ jetzt hoffentlich, glaube ich, hoch genug gelevelt von der Lungenkapazität, Lungenvolumen, wie auch immer, dass wir die Mission jetzt machen können. Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Horror like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Was sind das im Moment mit den Strukturen, wenn man da rausgeht? Das war schon mal ein erfolgreicher Anfang. Ah, dann mal los. Gucken, ob ich die hinkriege. Wenn ich das auch wieder in die Tonne treten kann, dann mache ich das auch wortwörtlich und lösche die Folge wieder. Ich hoffe, das wird was. Das muss jetzt einfach mal was werden. Das Schiff, auf dem du uns platzieren sollst, ankert draußen auf See. Du musst hinschwimmen, doch auf der Strecke patrouillieren Mitglieder der Danang Boys. Meine Fresse. Deswegen müssen wir dann wohl tauchen können. Checkpoint. Schwimm zum Tanker und geh an Bord. Also die Markierungen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wäre auch so relativ verständlich. Ah, okay, deswegen. Deswegen muss man tauchen können. Ich verstehe. Verbessern wir dazu mal noch gerade die Kondition, das Lungenvolumen ein bisschen. Wo gibt es denn da ein Messer? Hä? Ah. Okay, Moment. Ich tauche erst wieder auf. Erst ein bisschen Luft holen.
Und ab dafür. Ich nehme mal an, hier muss ich wieder irgendwo untertauchen, oder? Die Hauptroute über das Wasser wird von zwei Patrouillenbooten bewacht. Wenn die Machtmänner dich bemerken, tauch unter, damit sie nicht mehr auf die Schienen schwimmen, nicht an die Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. Okay. Okay, so vielleicht soll ich mir die Luft sparen, bis sie mich bemerken. That a guy in the water? Man, did you see him? No? Ich erstmal Luft, bevor wir da weiter schwimmen, am besten, denke ich. I think I see something in the water. Gotta stop spooking myself. Hey, someone in the water. Nah, I must be tripping or something. Bin mal gespannt, wie das gleich klappt. Nimmt auf jeden Fall gewisse Zeit in Anspruch. Must have been one of those seals. Also wenn wir uns gar nicht bewegen, dann sehen die uns auch nicht, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und der Eingang vom Boot ist wohl auf der anderen Seite von dem Scheißboot. Ja, hier gibt es bestimmt auch sehr viele Seehunde. Ein ganz schlauer. Ja, und sonst liegt bei euch noch so an. Was ist denn das hier? Okay, dann muss ich halt hier ein bisschen weiter nach da. Schleiche in den hinteren Teil des Tankers und platziere die Wanze, sei möglichst leise, um nicht die Aufmerksamkeit der Wachmänner an Bord zu erregen.
Noch ein Messer. Show me what you got. Clumsy clown. Lebt er noch? Muss ich hier durch? Wahrscheinlich, ne? Oh fuck, ey. Lassen wir mal den Tanker und begeben uns wieder in die Docks. Wird nur leider langsam hell. Ich nehme an, die sehen uns dann jetzt besser, oder? Aber keine Ahnung. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Die nehmen wohl nur Bewegung wahr. Sind T-Rex. Sind die so kacke doof, ey. Zum Glück. Zu meinem Glück, aber trotzdem. Ist aber schon so ein bisschen nervig mit der Warterei, ne? Hey, we gotta check over there. Shit, I don't know what I saw. Wenn man da jetzt 100% Lungenvolumen hat, kriegt man dann die ganze Strecke da an einem geschwommen. Und vor allem ist dann der ganze Balken oben, ist der dann voll. Weil das da sind jetzt schon nur 20% oder vielleicht mittlerweile ein bisschen mehr. 40% sind es jetzt. Ich glaube, ich habe mit 0% eben angefangen. Die Mission habe ich damit 20% angefangen. Anybody else see that? My mind must be playing tricks. Sein Gehirn macht vermutlich überhaupt nichts so dumm wie er sei. Die sind direkt neben mir jetzt und sehen mich nicht.
bis ich mich bewege. Macht total Sinn. Jo, ich weiß. Die Missionen, die nehmen irgendwie enorm viel Zeit in Anspruch, nicht weil sie schwierig sind und weil man es dauernd wieder anfangen muss, sondern einfach nur, weil man dauernd irgendwo warten muss oder langsam machen muss, dem Zug folgen muss, Abstand halten muss, Luft holen muss. So unnötige Sachen. Ich sehe mich zwar nicht, aber die folgen mir. Wieso folgen die mir? Was passiert denn, wenn wir jetzt an Land sind? Gar nichts. Okay. Die war eigentlich ziemlich einfach, nur ein bisschen nervig. Und eine Pizza essen. Weg. Ich will essen. Huch, nicht vorbeirennen. Ich denke, das reicht für den Anfang. Nur einfach noch mal, um was gegessen zu haben. So. Relativ weit vom Speicherpunkt entfernt. Und sehr nah an der nächsten Mission. Ich weiß nicht, aber... Ich glaube, ich würde lieber mal speichern und jetzt aufhören. Wobei, ich könnte noch eine, könnte ich noch machen. Oh Gott. Oh, aber dann in der nächsten Folge, die ist schon wieder 20 Minuten lang. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr machen, nur weil es in der letzten Zeit so scheiße gelaufen ist, habe ich mehr gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in der nächsten Folge. Dankeschön, tschüss.